sind jetzt hier an der Great Ocean Road angekommen oder an den 12 Aposteln. Und hätten wir jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Sieht so ein bisschen aus wie in Schottland oder wie in England. Ganz viele Schafe auf ganz vielen saftigen grünen Wiesen. Und dann macht man hier so einen Schwenk links rüber. Und dann hat man hier sowas. Rechnet man jetzt hier überhaupt irgendwie nicht mit. Wunderschön. Unsere Unterkunft aufgesucht. Das ist das 12 Apostel Motel. Das ist unser Häuschen. Hallo Frankie. Hallo. Er hat schon mal von innen geschaut, wie es aussieht. Ich mache hier einmal einen Rundblick. Das ist eine ganz romantische Aussicht. Das ist echt süß. Und wenn man ganz leise ist, hört man die Schafe. So. Hier geht's weiter. Hier sind so mehrere kleine Häuschen, aber das ist jetzt hier unser Anwesen. Hier geht's auf die Veranda. Wenn ich jetzt ein Stückchen zurückgehe, dann hänge ich im nassen Rasen, weil es geregnet hat. Das mache ich jetzt nicht, dann mache ich mir nicht meine schönen Schuhe schmutzig. Aber hier ist unsere kleine Veranda, da steht unser Wagen. Jetzt noch einmal in die andere Richtung. Wir haben sogar einen Grill hier, aber wir haben nichts zu grillen dabei. Deswegen gibt es heute Essen aus der Mikrowelle, wie jeden Tag. So, hier kommen wir rein, eine kleine Küche mit Platten, zwei Plattenkocher, Mikrowelle, das Wichtigste, Kühlschrank, alles da.
unser Bettchen und wir haben nur einen Heizofen. Da, das ist sehr praktisch, weil es ist nämlich echt kalt. Aber mit Heizöfen geht das. Da geht es wieder nach draußen. Und hier ist noch das Badezimmer. Voll mini, aber ganz süß. Hier ist unsere Dusche, jetzt kann man sie nicht so gut sehen. Mal ein Stückchen zurück. Und rechts um die Ecke ist das Klöchen. Alles in allem sieht es echt süß und schnuckelig aus. Und wir freuen uns jetzt gleich hier was Leckeres zu essen zu machen und uns warm einmuckelnd auf die Veranda zu setzen. Tschüss!